Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Wings mit unserem Fliegerass Lycrawler, 5 Missionen, 3 Kills. Mein lieber Herr Gesangsverein, der haut vielleicht rein. Können aber ruhig noch ein paar Kills dazukommen. Deswegen klicke ich erstmal weiter. Mal sehen, was so jetzt im Tagebuch erwähnt wird. Des 56. Geschwaders. Ja, hier unser Holy Joe. Der heilige Hans sozusagen. Der 5. Oktober 1916. Pharaoh broke up our midnight poker game last night. Ach komm, Pharaoh, Mensch. Thought he was going to join us, but instead we got a bunch of hoo-ha about irresponsibility. What a chuckle we had all at listening to Pharaoh and Holy Joe debate the morality of gambling. Also ich glaube, mit Pharaoh und Holy Joe, da haben sich wirklich zwei gefunden, die so eine gewisse Hassliebe miteinander haben. Und Colonel Pharaoh hat das Pokerspiel unterbrochen, mitten in der Nacht. Na gut, kann man verstehen, wenn sie am anderen Morgen wieder raus müssen. The Babbles Until Dawn. Achso, dafür haben sie also Zeit. Going up on mid-morning patrol with two of the boys. The front is hot and we need to keep it from getting hotter. Also, wieder ein Patrouillenflug. Zu dritt. In der Nähe der Front. Zusammen mit Garrett Douglas und Francis K. Baptist. Alle viel höher im Rang als unser guter Lycrawler. Naja. Aber das wird sich bald ändern. Wenn wir jetzt nochmal so zwei Abschüsse haben würden, dann wird bestimmt wieder Colonel Ferrer kommen und sagen, so, jetzt bist du offiziell ein Fliegerass. Ja. Outnumbered 4 to 3, we faced a pair of biplanes flanked by a couple of monos. We were ready for the attack, thought I had a feeling we were about to witness a new level of hunt determination. Also wir zu dritt, die zu viert. Super. Jetzt mal wieder schön abdrehen. Ist doch unfair. 3 gegen 4. Ah. Oha. Schön die Maschine verziehen. Nicht wieder in die Gegner reinfliegen. Nein, 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 nein. Das machen wir jetzt mal nicht. Wow. Geht runter. Hier war doch noch einer, oder? Direkt rechts. Jetzt kommt der in die andere Richtung. Mensch, guck doch mal. Oh oh. Da sind es alle drei. Wo ist denn der vierte? Boah, schnell abdrehen, abdrehen, abdrehen. Mayday, Mayday, Mayday. Nur noch ein Maschinengewehr. Wen soll ich den damit abschießen? Oh, oh, oh. Ja, wo sind denn meine Kollegen überhaupt? Ja, einer war da links. Ja, mit einem Maschinengewehr ist natürlich toll. Mann, die sind aber auch fix unterwegs. Doofe Deutsche. Einer ist abgestürzt. Hoffentlich keiner von uns. So, haben wir den erwischt? Ja, den haben wir erwischt. Das dürfte wieder ein Abschuss mehr sein für Lycra Love. Müssen wir noch lebend hier rauskommen. Die anderen vom Himmel holen. Also unsere Kollegen sehe ich so gut wie gar nicht. Doch, da sind sie ja. Gott sei Dank. Der denn jetzt so schnell weggekommen, sag mal. Das geht doch gar nicht. Die beamen sich doch hier. Ah. Ei, 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 ei. Einer ist abgestürzt von uns auf jeden Fall. Da ist der letzte Deutsche, der runtergeht. Also ich werde mal die Maschine ein bisschen hoch.
Das dürfte es gewesen sein. Hui, was für ein Kampf. Aber ein Abschuss dürfte uns gelten. Puh, aber immerhin haben wir auch einen Kollegen verloren. Das ist dann nicht so schön wieder. Ja, ein Abschuss für Lycra Love. Und Francis K. Baptiste ist verstorben. Schade. Nun ja, das wären es jetzt 6 Missionen und 4 Abschüsse, glaube ich. Jonas Hall ist neu. Ja, 6 Missionen, 4 Abschüsse. Cool. Na, wollen wir direkt weiter. Ja, mehr Abschüsse, mehr Abschüsse, mehr Abschüsse. Nach einer kurzen Ladeunterbrechung. Ich habe schon den Turbo angeworfen. 7. Oktober 1916. Fritz has his balloons up at Aulnoye, and Pharaoh wants them down. Meanwhile, some clown calling himself Tex Johnson has shown up here to demonstrate the latest barrel rolling techniques. He's supposed to be a hotshot flight trainer from HQ, but on his first takeoff, he stalled out and crippled our only sped by slamming it into the mass. What an example. Maybe he's good at outdoor cooking. Also irgendjemand, der sich Tex Johnson genannt hat. Gibt's denn wirklich diesen Tex Johnson? Gab's den wirklich? Wollte unseren Jungs ein paar Flugmanöver beibringen und ist direkt beim ersten Takeoff abgestürzt. Tex Johnson. Muss ich gleich mal googeln. Destroy Enemy Balloons. Zusammen mit Wayne Maxwell und Zip Full Pot. Naja gut, dann machen wir das mal. Vielleicht haben wir ja wieder Glück und es sind wieder keine Begleitmaschinen in der Nähe. Obwohl, das glaube ich nicht wirklich. Ich glaube, so einfach machen sie das uns nicht. Naja. Ja, gucken wir mal. Faced with a puzzling 3-on-3, na, also 3 gegen 3, I knew from my studies that an even challenge could be tricky. It seemed like an awful lot of effort just to get a shot at one lousy balloon. Da gibt's bestimmt wieder Flugabwehrfeuer. Ja, deswegen werde ich erstmal eine kleine Kurve fliegen. Ums Flugabwehrfeuer herum. Der Ballon ist jetzt, glaube ich, weiter nach rechts, aber vielleicht kümmern wir uns generell erst einmal um die gegnerischen Flieger. Was ist das für ein Abwehrfeuer da rechts? Dieser Pixelhaufen. Ja, der ist mir immer noch zu nah dran, aber was soll ich tun? Gucken wir mal, ob wir uns erstmal die Flieger nähern oder dann direkt zum Ballon gehen. Der denn hin, sag mal. Kann das ja nichts werden. Komm her. Ja. Irgendjemand hat mich an Hammelbeine. Das kann ich aber auch, Kollegen. Jemand hatte mich übrigens gefragt, ob das am Emulator liegt oder ob das Spiel wirklich so ruckelt. Nein, nein, es ist schon so, dass das Spiel so ruckelt. Aber es spielt sich besser, als es vielleicht aussieht. Das muss man auch dazu sagen, fairerweise. Oh, irgendjemand stürzt ab. Den erwischen wir dann auch noch, oder? Komm. Zieh die Maschine rum. Ja, der will mich natürlich vom Ballon wegbekommen. Genau ins Flugabwehrfeuer rein. Der Mistkerl. Dann fliege ich jetzt erstmal zum Ballon. Befülle unseren Auftrag. Ja, toll. Jetzt guckt dann nach rechts. Der weiß auch nicht, wo er hingucken soll. Wieder nur noch ein Maschinengewehr. Naja, hoffentlich haben wir noch ein paar Maschinengewehre auf Lager. Dann zwei Deutsche noch. Und da ist einer von uns. Sehr gut. Ansonsten muss ich die vielleicht mal selbst fliegen.
guckt er weiter nach rechts. Das heißt, ja, der ist deutlich näher ran, natürlich. Natürlich wieder schwierig mit einem Maschinengewehr. Das ist einer von unseren Jungs. Vorsichtig. Nicht, dass wir uns gegenseitig vom Himmel runterholen. Stürz ab. Ah, Mistkerl. Das war, glaube ich, wieder knapp, oder? Ja, fast wieder selbst über den Haufen geflogen hier. Stürzt hier mal ab. Das ist gut, gut, gut. Dann ist er jetzt doch schnell abgestürzt. Immerhin haben wir den Ballon erwischt. Das ist positiv. Das gilt natürlich nicht als Abschuss, aber naja, gut. Die anderen beiden haben sich halt um die Flugzeuge gekümmert und die Mission ist ein Erfolg. Das ist das Wichtigste überhaupt. Leutkater ist verwundet. Seid ihr nicht schon öfter verwundet? Passiert aber häufig. 7 Missionen, 4 Abschüsse. Weiter geht's. Mal gespannt, wie es mit Holy Joe und Colonel Farrow weitergeht. Die beiden heiraten bestimmt noch. 9. Oktober 1916. Got into a rig in what's left of the Masses AM with Tex Johnson. It began when I shouted, "Hey Tex, how about demonstrating a loop-de-loop into Farrow's bunk?" He took the first swing, I ducked and landed a roundhouse to his jaw. Okay, wir haben uns also geprügelt mit Tex Johnson, na gut. I have a feeling Farrow's things, I started the brawl, since he's sending me on a strafing run to some trenches. Not sure if it's a reward or a punishment. Wir wissen jetzt nicht, ob Farrow uns belohnen will oder bestrafen will. Wir müssen strafen. Wieder in den Schützengrill müssen wir strafen. Das wäre das Problem, weil da wieder alles komplett braun ist und ich die ganzen Soldaten wieder nie sehe. Ah, Mist, jetzt habe ich auch nicht drauf geachtet. Sollte ich jetzt auf Infantry schießen? Wahrscheinlich, oder? Worauf sollte man sonst schießen im Schützengraben? Ein bisschen Konvois, ja. Some trenches lay before me like a row of open graves dividing the countryside. Even in the air was bowled over by the foul odor of the unburied dead. My guns would soon bring more flesh to rot. Ja, also die Luft, die stinkt nach verfaultem Fleisch durch die ganzen Leichen, die dort rumliegen. Ja, ich sehe die echt nicht. Furchtbar. Die halten sich hier so im Bereich auf. Wenig Soldaten hier in den Schützengräben. Ah, gerade noch so leben. Komm, da saßen 4 drin, das zählt ja wohl als abgeschossen. Wow, Abwehrgeschütz. Das ist echt Glück, dass ich die treffe. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gab, dass die Schützengräben bombardiert wurden von Fliegern, beziehungsweise so angegriffen wurden im Ersten Weltkrieg. Wieder 2 entwischt. Oh. Fässer. 7 Fässer? Nein. Das ging doch. Ich bin mal gespannt, ob das reicht. All those rounds and I still couldn't hit a bull in the butt with a base fill. Na toll, also scheint die Mission nicht erfolgreich gewesen zu sein. Failure. Weil ich von 100 Soldaten nur 27 getroffen habe? Boah, wo waren die anderen denn alle? Ich habe die echt nicht gesehen. Puh. Lieber ja Gesangsverein, ey. 100 Soldaten sollen dann gewesen sein. Leben nicht. Ja, gut. Ich kann jetzt nichts dran ändern. Wir sagen, machen wir an der Stelle einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's noch weiter mit unserem Lycra Love. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.